Hello people, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Ocean. Oh Gott, und jetzt haben wir beschissene Geister, die ich überhaupt nicht leiden kann. Und die mir so gleich meine Feder stehlen, eiskalt. Okay, was haben wir hier? Hallo Yoshi Coin. Okay, aber offenbar müssen wir hier im Raum was machen. Warte. Aua, wenn ich diese komischen Blöcke nehme. Mann, ihr dämlichen Drecksgeister, ich hasse euch, ihr nervt. Habe ich das euch schon mal gesagt? Habe ich das schon mal gesagt? Warte, vielleicht sollte ich das hier noch lesen. Das ist ein Geisterhaus. Kannst du den Exit finden? Hehehe. Don't get lost. Hä, das ist Englisch. Ich dachte, das ist ein französischer Hack. Und hier wird jetzt eine englische Messagebox reingemogelt. Irgendwie schräg. Also, oder das ist noch der Text vom Original. Das könnte natürlich auch sein, dass der zu faul war, das hier irgendwie umzuändern. Ah, und hier ist ein Stern drin, das macht Sinn, denn dann kann ich jetzt über die Mannschein diese komische Tür rein. Gut, dann hätten wir das jetzt geklärt, wie dieser Raum geht. Ist ja eigentlich recht einfach. Okay, hier bräuchte ich einen Pilz, um hier weiterzukommen. Okay, das heißt, ich müsste in diese Tür rein. Aha, so läuft der Hase. Ich muss hier irgendwie im großen Zustand irgendwie durch den Raum kommen. Okay, das heißt, ich muss mir Power-Ups holen, denn ohne Power-Ups ist mir das ein bisschen zu heikel. Ich suche jetzt nur nach irgendeinem Level, wo sich möglichst schnell Power-Ups farmen lassen. Zum Beispiel hier. Oh, ich glaube, das reicht jetzt. Zwei Power-Ups müssten ja reichen. So. Mann, warum verlierst du deinen Teil an diesem einen stinkenden, dämlichen Geist? Mann, oh, du bist so dämlich, Mario. Schmeiß das Teil doch nicht daneben. Jetzt verliere ich mein zweites Power-Up und jetzt können wir das wieder vergessen, oder wie? Ich sehe es schon kommen. Nein! Ich hasse diesen Raum jetzt schon. Warum muss ich hier groß sein, bitteschön? Um durch diese dämlichen Plattformen zu kommen, das nervt. Okay, ja, aber wir sind schon in der Special World. Und da muss es ja schwierig sein, stimmt schon. Aber das Rätsel hier ist gar nicht mal so dämlich gemacht, muss ich sagen. Dafür gibt es auf jeden Fall schon mal Pluspunkte. Ach. Und immer verliere ich das eine Power-Up schon an diesem dämlichen Geist. Okay, das können wir jetzt schon vergessen. Ich hasse diese Geister abgrundtief. Weil die einmal da mitten in einen reinspawnen, wenn man groß ist, sodass man manchmal keine Chance hat auszuweichen. Und das nervt dann diesen Viechern eben ungemein. Zack. Ach komm. Ach komm. Mensch, 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 das nervt. Wenn das so weitergeht, Leute, dann mache ich das offscreen, bis ich das offscreen irgendwann mal geschafft habe, da irgendwie einen großen Stern zu kriegen. Mach ich jetzt kein... Ach, Mann. Schon wieder ein Level, das zwar intelligent gemacht ist, aber das nervt. Vor allem, weil ich immer so dämlich bin und in diesen einen scheiß Geist reinspringe. Was soll denn der Mist? So, fertig und wehe. Du schaffst das jetzt nicht, Mario, dann kriegst du Dresche. Mann! Ich hasse dich. Ja, also irgendwann schaffen wir das schon, Leute. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ach, Mann. Ich bin jetzt schon 5 Minuten dabei, diesen Mist hier irgendwie zu versuchen. Na, lustig. Irgendwann in ein paar Millionen Stunden schaffen wir das schon, also keine Sorge.
Warte. Yes! Jetzt habe ich sogar geschafft, ohne ein einziges Power-Up zu verlieren. Ich glaube, das war einfach der Fehler, da oben lang zu springen und dadurch gleich das erste Power-Up da irgendwie einbüßen zu müssen. Oh, denn jetzt könnte ich, wenn der Hackersteller nicht total fies ist, hier einen Spin-Jump machen und da runter gehen. Und dann links sich diese Tür, denn hier geht's wahrscheinlich weiter. So. Tatsächlich. Okay, der Pilz kann mich am Popo-Katepetl lecken, denn den will ich nicht haben. Und das Teil wollte ich eigentlich nach oben werfen. Okay, muss ich hier irgendwie hoch? Ist hier vielleicht oben was? Okay. Wow. Ist hier vielleicht noch eine Tür? Aha, hier ist eine Tür. Ich habe mir schon gedacht, dass diese eine Tür nicht richtig ist, weil das wäre ja zu leicht. Hilfe! Was ist das hier? Eine leere Messagebox, juhu! Ich glaube, die Leute auf SME Central würden heute deswegen einen Hack ablehnen, wegen so einem Fehler. Ich hoffe jetzt nur, dass der Puzzle-Abschnitt vorbei ist. Und das müssen wir darüber schaffen. So. Ah, und Mist, ich hätte gehofft, dass ich das durch Ducken irgendwie ohne Power-Up-Verluste durchschaffe. Nee, das sieht mir aber wieder so verdächtig nach Puzzle-Kacke aus. Kann ich hier hoch? Nee, schade. Oh nö, sag jetzt bloß, ich muss diesen ganzen Schrott wieder mitschleppen. Denn das fände ich doof, diesen ganzen Panzer durch diesen ganzen Raum mitschleppen zu müssen. Vor allem, weil durch diese dämliche Blume noch die Gefahr besteht, diese Shell versehentlich zu töten. Das fände ich nämlich sehr scheiße. So. Was soll ich jetzt mit dem Stern machen? Also, das soll ich mit dem Stern machen, okay. Aber das Level weiß zu gefallen. Auch wenn es am Anfang ein bisschen nervig war. Das Rätsel ist auf jeden Fall intelligent gemacht und allzu schwer auch nicht. Eine interessante Kombination aus intelligent und nicht allzu schwer. Aua! Ich dachte jetzt, hier wäre irgendein Invisible Coin Block oder sowas. Aber dass er Layer 2 ist, macht natürlich Sinn. Wenn man sich den Hintergrund mal anguckt. Okay, hier müsste eigentlich auch Layer 2 sein. Oder auch nicht. Wie soll ich denn da rankommen? Durch Anlauf oder irgendwie sowas? Und diese Säge ist zum Spinjumpen so ein bisschen hoch, glaube ich. Aha! Mit dem Teil soll ich da hoch, okay. Zack. Oh, ich werde jetzt jeden Block einzeln mal überprüfen. Ach Mann. Zack. So. Ach Mann. Zack. Zack. Okidoki. So. Feuer. Zack. Nein! Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, was ist hier oben? Ich gehe erstmal hier rein, um zu gucken, was hier ist. Okay, kommt man wieder an den Anfang zurück. Das weiß ich damit jetzt schon mal. Gut, das heißt, ich werde hier irgendwie versuchen. Also ich warte erstmal, bis das Teil runterkommt. Und dann möglichst schnell nach oben. So. Was? Hilfe!
Oh Gott, was ist das denn? Solche Röhren mit Stacheln, die so hoch und runter gehen, mit Layer 2 habe ich auch nur selten gesehen. Soll ich jetzt in diese komische blaue Röhre rein? Tatsächlich. Die Idee ist aber auch interessant. Was sollen die blauen Münzen bedeuten? Haben die irgendwas zu bedeuten? Okay, dieser Raum ist grafisch so ein bisschen komisch. Aber geht. Zack. Okay. Frage ich immer noch, was diese blauen Münzen bedeuten sollen. Zack. So. Ach man. So. Oh Gott. Erstmal werde ich diese Viecher alle eliminieren, bevor die sich aufteilen können. Also schnell weg mit denen. Zack. Und rein mit dir. Was ist das hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dieser Raum gefällt mir schon mal nicht. Oh, und wie lange geht das ja eigentlich noch? Also so langsam hätte ich mal gerne das Ende. Hä? Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Okay. Ich sehe schon, Leute, ich krieg nicht alle 5 Yoshi-Coins. Und hier will ich unbedingt die Feder haben. Denn ich halte die Feder für das effektivste Werkzeug. So. Mann, warum? Okay, jetzt gehe ich mal nach rechts. Okay, rechts ist nichts. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich rein. Das ist Pflicht, hier reinzugehen, weil man sonst das Level nicht schaffen kann. Gut zu wissen. Hallo? Ach. Das war mal wieder so ein selten dämlicher Tod, der nicht hätte sein müssen. Okay, nochmal. Puh. Mann, genauso wie das hier. Den Tod auch mal bitte ganz schnell vergessen, weil der war hyper mega dämlich. Aber hier ist mal wieder das Problem, wenn ich ein Level nicht schaffe, dann werde ich immer ungeduldiger. Und dadurch nimmt der Skill durch die zunehmende Ungeduld immer ab. Das ist so das... Ich schaff das Level nicht, ich bin genervt, Syndrom. So. Zack. Stopp. Mann! Immer... Warum verliere ich beide Male an diesem dämlichen Drecksviech meine Feder? Und jetzt muss ich das hier irgendwie ohne Feder schaffen. Das heißt, ich darf mir keinen Treffer erlauben in diesem dämlichen Raum. Oh, und ich habe eben die Geschwindigkeit des Runterkommens dieses Vieches da unterschätzt. Hier bin ich sicher, ja, hier bin ich sicher. Ja, und wie soll ich das denn hier schaffen? Wie soll ich das denn hier schaffen? Ich werde an einer Seite von diesen Stacheln zerquetscht und an den anderen sind da unten irgendwelche. Wie soll ich denn da hochkommen? Oder machen die Stacheln kurz vor mir Halt? Das muss ich ausprobieren, natürlich. Also ich werde jetzt einfach nicht da reflexartig da irgendwie runterspringen, um von diesem Stacheln zu entkommen, sondern warte mal ein bisschen. Ich glaube, vielleicht ist das klüger. Ja. Stirb. Mann! Ah, fick dich! Du dämliches Drecksviech, fick dich! Leute, wie soll man diesen Sprung schaffen? Ohne Feder geht das doch gar nicht, oder? Das heißt, ich muss die Feder ein bisschen behalten, denn ansonsten weiß ich nicht, wie ich diesen Sprung schaffen soll.
Das kann man nicht schaffen ohne Feder. Hast du das nicht getestet, du Hackersteller? Mann, ah! Hör auf mich zu nerven, du Drecksack. Ich werde diesen Mist aber noch irgendwie hinkriegen. Ich werde das hinbuttern. Ich werde das erledigen. Stirb. Stirb. So. Jetzt sind die beide ohnmächtig und können nur noch da unten drum dumm rumlaufen. So. Oh, und... Mann! Puh! Also, ich wäre jetzt beinahe hier schon wieder Warum? Warum sterbe ich hier? Ich habe dieses Viech doch 1A mit der Feder gerammt. Warum werde ich dann getroffen? Er müsste doch den Football ebenfalls wegbashen. Ich kapiere das nicht. Das ist doch Betrug hier. Oh, weil ich Lust drauf habe, werde ich den jetzt komplett killen. Zack. So. Zack. Ja, jetzt habe ich wieder diesen unschaffbaren Sprung. Seht ihr, wie unmenschlich das ist? Das kann man nicht schaffen, ich bleib dabei. Ohne Feder kann man das nicht schaffen. Nur das Problem ist, ich muss es da irgendwie schaffen, mit Feder hinzukommen. Und das wird auf jeden Fall auch nicht einfach. Okay, haben wir auf jeden Fall so eine Level-Design-Schwäche. Weil ohne Feder ist das nicht zu schaffen. Oder wenigstens Kaizo-Niveau. Mann, fick dich, du dämliches Drecksviech. Ja, ich schaff das irgendwann auch in 1 Million Jahre, glaubt mir, Leute. Irgendwann kriege ich das schon hin, aber nicht, wenn ich weiterhin so dämliche Fehler mache. Stirb. So. Jetzt hier aufpassen. So, dann machen wir das so einfach. Mann. Puh, das war jedenfalls knapp. Also ich hätte mich beinahe wieder beim Sprung verkalkuliert. Mann, dieses dämliche Ball-and-Chain-Viech, ich hasse das. Das sorgt wieder dafür, dass ich das nicht schaffen kann. Also wenn, dann muss ich das beim Runterspringen irgendwie. Seht ihr? Seht ihr? Also viel später hätte ich gar nicht springen können, weil ich sonst oben irgendwie aufgeschlitzt worden wäre. Das meine ich damit, das kann man nicht schaffen. Und selbst wenn, ist das so extra knapp begrenzt, dass das Kaizo-Niveau ist. Dabei bleibe ich. Dieser Sprung ist unmenschlich und unfair. Zack. Zack. So, jetzt werde ich diesen Mist endlich schaffen, weil ich es endlich geschafft habe, meine Feder bis hier hinzubehalten. So, fertig! Wow! Das war wieder mal unfair. Okay, hier haben wir wenigstens die Boss-Tür. Puh.
Puh, dann ist dieser Mist endlich fertig. Okay, und dieser Boss ist sicherlich popelig. Ja. Okay, dieser Boss ist natürlich Baby einfach. Auch wenn ich dieses Viech jetzt verfehlt habe. So, stirb. Okay, und mit Epreuve Nummer 4 werden wir dann im nächsten Part weitermachen. Das war's dann von mir. Bis dann, tschüssi.